Ich freue mich schon mega auf Trials Rising. Ich bin nämlich großer Trials-Fan und ich habe das schon ganz, ganz, ganz kurz anspielen dürfen auf der E3 und hatte ziemlich viel Spaß damit, vor allem im Zweispieler-Modus. Und Dying Light 2 habe ich auch mega Bock drauf, fand den Trailer ziemlich cool. Und ich hoffe, sie zeigen jetzt ein bisschen was mehr von diesem System, wo man so Entscheidungen treffen kann, was man in der Stadt irgendwie repariert und das hat dann wieder Auswirkungen auf irgendwelche Banden und so weiter und so fort. Bin ich gespannt, ob das irgendwie nur so eine leere Worthülse ist oder ob das wirklich überzeugen kann, das Feature. Ich habe natürlich unwahrscheinlich Bock auf Sekiro. Als großer Souls-Fan muss das natürlich sein, weil das ist das neue Spiel von From Software und das sieht unwahrscheinlich geil aus, ist viel schneller als die Spiele davor, sieht immer noch genauso geil aus, bietet aber auch neue Möglichkeiten und ey, keine Ahnung, dann noch Ninja und Samurais, besser wird's nicht mehr. Ich freue mich ganz besonders auf Dead or Alive 6 und zwar aus dem Grund, weil Dead or Alive eigentlich so das erste Beat'em-up-Spiel war, worin ich richtig, richtig gut wurde. Und ja, mir sagt das Kampfsystem einfach super zu. Ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben, ob es mal wieder ein bisschen ein paar frische Neuerungen gibt. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe aber auch richtig Bock auf Life is Strange 2. Und zwar habe ich ja gerade Captain Spirit gespielt und er hat mir super gefallen. Also wenn das ganze Spiel irgendwie so aufgebaut ist, dass man sich ziemlich frei bewegen kann, hier und da Sachen entdecken kann und trotzdem noch so eine spannende Geschichte und gut geschriebene Charaktere sieht, dann kann das echt was werden. Vor allem, wenn Captain Spirit da auch noch auftaucht. Das ist ja noch so ein kleines Ding, aber die zwei Titel sind, glaube ich, schon so die spannendsten für mich. Ich freue mich tatsächlich auf Spiele, die eher in der zweiten oder vielleicht sogar dritten bis vierten Reihe sind. Zum einen The Bard's Tale 4. Das wird super spannend. Brian Fargo, der Schöpfer des Originals, ist selber mit In Exile am Start und bringt den vierten Teil nach Gefühl 1000 Jahren, nach faktisch über 30 Jahren an den Start. Das wird super und interessiert mich persönlich besonders, weil The Bard's Tale auf dem C64 Ende der 80er das erste Rollenspiel war, was ich je gespielt habe. Datasette C64. Mal gucken, wie viel Kindheitsverklärung der vierte Teil aushalten kann. Und das andere, worauf ich mich freue, das habe ich auf der E3 schon kurz gezockt, deswegen bin ich da super gespannt auf ein Update und vielleicht ein paar Antworten mehr. Transference von Ubisoft, dieser Elijah Wood Psycho-Thriller, der verbindet zwei Dinge, die ich mag, nämlich Psycho-Horror mit Virtual Reality. Und das kann richtig gut funktionieren. Das hat bei Resident Evil 7, vielleicht mit weniger Psycho, aber generell schon sehr gut funktioniert. Und ich hoffe da auf ein sehr spannendes Update, was ich auf der E3 anzocken konnte. War schon cool. Und auf der Gamescom soll es was Neues geben. Und deswegen habe ich mich dafür schon mal angemeldet. Ich habe eigentlich auf mehrere Sachen Bock. Ich habe Bock auf Trials. Das wird richtig geil. Ich habe Bock auf Darksiders 3. Aber am gespanntesten bin ich, glaube ich, auf Metro Exodus. Weil da soll sich ja diesmal, oder was heißt diesmal, es soll sich tatsächlich einiges ändern. Das soll ja alles ein bisschen offener werden, so nicht mehr dieses ganz klaustrophobische. Und ich habe nicht die Befürchtung, dass sie es verkacken, aber ich hoffe, dass sie es nicht verkacken. Und ich gehe auch eigentlich davon aus, aber ich werde mich auch bei Gamescom dann selber davon überzeugen können. Deswegen, ich glaube, Metro Exodus ist mein Favorit. Ich freue mich auf jeden Fall am meisten auf Devil May Cry 5. Seit dem Trailer auf der E3 bin ich ja richtig heiß drauf. Das bisschen Gameplay, was man bis dahin gesehen hat, sah super fluffig aus. Es gibt richtig viel Monster-Match. Nero ist dabei, bin ich jetzt kein Fan von. Aber der hat so einen krassen Arm. Ich glaube, der wird auch viel fürs Gameplay tun. Und naja, auf der Gamescom werde ich es mal spielen können. Deswegen ist das mein Highlight dieser Messe, ja. Oh, hallo, hab dich gar nicht bemerkt. Ja, mein Spiel der Messe wird Cyberpunk. Sekiro vielleicht noch, aber Cyberpunk denke ich schon, ja. Das wird richtig geil. Alles andere ist scheiße, kennt man ja alles schon. Gamescom halt.